Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rise of a Tomb Raider. Ja, wir haben in der letzten Folge, sind wir ja hier in diesen ein Gebiet hier reingekommen. Ihr wisst es vielleicht noch, ne? Wir sind ja von da oben gekommen und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war. Davor leuchtet es ja schon rot, ne? Das Ding hatten wir ja schon gelootet. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Ich sollte das vielleicht nach der Story machen, damit ich da alle meine Skills auch anwenden kann. Das Problem ist, ich komme hier aus diesem Gebiet erstmal nicht raus. Ich muss mal schauen, ob ich hier noch irgendwo... Oh mein Gott. Der Sprung ging fast daneben. Ob wir hier ein Basislager haben, wo wir dann vielleicht... Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Teleportieren können. Und der Battle VBK, moin moin. Herzlich willkommen, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut an diesem... Ja, doch, es war heute ein schöner Dienstag, ne? Muss man ja echt sagen. Und ja, wir gucken mal, wo wir jetzt hier lang müssen. Auf jeden Fall kann das gut möglich sein, dass wir für diese Zone hier noch ein bisschen zu underrated sind. Aber nun gut. Wir schauen mal. Okay, Mission Suche nach Großvater, durchsuchen Sie dies. Das gottlose Tal, um Nadias vermissten Großvater zu finden. Haben wir ja schon mal einen Punkt dazu bekommen. Die liebe Schoko ist auch am Start. Hallo, ich glaube, meine ich Liebe. Ein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Das ist ihr Land. Von der Hexe Baba Yaga. Ich glaube, da unten ist ein Feuer. Ich gucke aber noch mal ganz kurz hier. Alles klar, hier. Nein, ich wollte nicht durchkriechen. Ja, ja. Da kommt's mir schon hoch. Hier weht eine Art Pollen umher. Was ist jetzt los? Ich komme da nicht mal zurück. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Meine Neugier bringt mich quasi um. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich doch so ein Pips und Pipi in der Hose. Ich kann doch meine Jägerfähigkeit nicht benutzen. Gar nichts. Nein, ich muss träumen. Nicht real. Das kann nicht sein. Eieieiei. Wo hab ich mich hier wieder rein manövriert? Hier. Einfach weiter. Alles so surreal. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Alles klar, vielen Dank, Kursfelder, und danke für dein Follow. Arigato. Und herzlich willkommen bei mir, ne? Dankeschön. Halt, wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Da hinten läuft unser toter... Unser toter Vater, ne? Und... Gallipri, auch dir Dankeschön für dein Follow. Oh mein Gott, ich wollte gerade was trinken. Hab ich mich eben erschrocken. Ich wollte noch einen Schluck trinken, weil das im Chat eingefordert wird. Nehme ich doch einen Schluck aus der Kaffeepulle. In den Mythen steckt die Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Ich auch. Ciao, Kursfelder. Und ja, bis demnächst. Ne? Nein. Nein, das ist es. Alles sehr mysteriös. Er
Wer bist du? Die Folge hätte ich Halloween spielen müssen. Schluss! Verdammter Mist! Stopp! Für mich ist es zu spät. Wirst du es verstehen? Wer bist du? Verflucht! Ach du liebe Zeit. Ist er wie bei Star Wars hier? Nein, Lara. Es gibt kein Zurückleben. Du bist draußen verrotten. Scheiße. Ob das so eine gute Idee war? Ich bin auch noch klein und schmächtig. Okay, hier waren wir, hier sind wir rausgekommen. Ich muss da links runter. Ach du liebe Zeit. Okay, oh mein Gott. Ey, verpisst euch! Ich hab keine Munition mehr. Das wird das Problem. Alter, wie viel kommen da noch? Halten, heilen. Ja, danke auch. Alter Schwede! Lara! Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? Uff. Alter, da muss jetzt mal Lara kotzen. Ich bin hier, glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich habe gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert? Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Anhaltspunkte sammeln. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Okay, was ist das da unten? Achso, das war die Wand. Dann wäre ich hier schon mal richtig. Alles klar. Gerle Pri, vielen lieben Dank nochmal, ne, dass du mir ein Follow geschenkt hast. Dankeschön. Und guten Hunger. Guten Hunger auf jeden Fall. Mach dir mal was Feines zum Abendbrot. Okay, können wir das hier aufziehen? Ach ne, Quatsch. Das war ja... Da war ich noch vom ersten Teil ein bisschen, ne? Okay, das können wir machen.
Oh, hier liegt was. Ja, gerne. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Okay, zerrissen das Dilemma der Gefangenen. Sie haben Serafima alles genommen. Okidoki. Aber interessant, auf jeden Fall. Wir schauen mal weiter. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Okay, wir haben das Ding hier runtergeholt. Ich glaube, wenn wir jetzt dagegen ballern... Ah ja, alles klar. Es reißt. Aber irgendwie nicht wirklich, ne? Wenn wir das jetzt hier machen? Ah, das gibt dann noch den Schub. Das sollte genug Kraft sein. Jetzt muss nur der Eimer näher ran. Alles klar. So, dann passen wir das jetzt ab und dann machen wir ja den Turbo-Booster hier, ne? Und jetzt! Haben wir doch mal was Schönes gebaut. Hier gibt es aber sonst so weiter nix. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Eieieiei, die Mischung an sich selbst testen, ne? Da sind so einige Sachen schon passiert, ne? Man überlege nur, der Hulk... Dr. Jekyll, Mr. Hyde und so weiter und so fort, ne? Die Fliege. Also da gibt es ja unendliche Sachen, wo man, da, oder hier der kleine grüne Kobold bei Spider-Man, ne? Die alle haben Selbstversuche gemacht, es ging immer daneben. Die Formel, das Dilemma der Gefangenen, Forschungsnotizen einer sowjetischen Gefangenen, die
ein Heilmittel für die Halluzination finden sollte. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Oh, Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Alles klar. Schnelle Reise öffnen sie im Basislager das schnelle Reisemenü und ohne Zeitverlust zwischen dem gottlosen Tal und der Sowjetanlage hin und her zu reisen. Und genau das werden wir auch machen. Und dann werden wir erstmal uns aufpimpen und dann das DLC weitermachen, ne? Weil ich hab schon an den Wölfen gemerkt, ne? Da ging mir schon fast der Stift. Aber so können wir ja erstmal. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadias Großvater zu suchen. Ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen, nur in einem zerbrochenen, schmutzigen Spiegel. Und, Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch der Schuss fällt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, aber es ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen. So sieht's nämlich aus. Aber wir haben zwei Fähigkeitenpunkte, die werden wir natürlich nochmal kurz uns hier gönnen. Einmal den Kämpfer, was ist das hier? Erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitlich perfekt abgepasstes Drücken von E, also der Nahkampftaste. Machen wir. Ne, kämpfen ist immer gut und überleben. Ne? Überleben ist auch genauso gut. Jäger, okay, aber überleben. Ne? Oh, da haben wir aber auch noch viel, ne, was wir noch machen können. Räumen Sie im Basislager großvolumige Munitions- und Ressourcetaschen her. Stellen Sie her und erhöhen Sie die Menge der unterwegs hergestellten Munition. Leichenfallen-Spezialist, stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her. Wie ein tödliches Gift, krass. Also Assassin's Creed-mäßig, ne? Aber wir gucken, was hier noch war. Listenreicher Kämpfer. Da gibt es nur EP. Bomben herstellen. Landen Sie aus beträchtlicher Höhe sicher, ohne Schaden zu erleiden. Nochmal Bonus-EP und Auge für Details. Erhalten Sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Da levelt man natürlich schneller, ne? Vielleicht machen wir das jetzt mal. Und, Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt werden. Na gut, das ist sehr speziell, ne? Das würde ich jetzt mal nicht so machen. Und schnelle Reise. Jetzt können wir sie auch benutzen. Lara ist hier. Und wo geht's jetzt zum Basislager? Ach so. Wo ist denn das Lager von Holzfällerlager? Wo haben wir denn eigentlich gestartet, die ganze Aktion? Das ist der gefrorene Klamm. Gegengift herstellen. Geschützter Grat nicht. Aber ich glaube, wir machen hier Holzfällerlager. Roland in the Deep. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Lieber. Wir haben jetzt gerade das DLC angefangen. Okay, Nadja. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapseln. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Mit Baba die Yaga. Die Hirsche sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten.
Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Aber ich habe gehört, von einem Vögelchen hat mir gezwitschert, ich sollte erst lieber die Story machen und danach Baba Yaga, weil das dann doch ganz schön schwer sein sollte. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt wieder auf die Mission, ne? Auf unsere normale Standardmission. Da gucken wir nochmal Mission und Herausforderungen. Das hier sind die Baba Yaga Missionen und wir müssten eigentlich mit der normalen Kampagne weiterkommen, ne? Gefährliche Kommunikationsausfall. Da vorne geht's zur Story weiter und da geht's ja zu Baba Yaga. Dann würde ich erstmal mit der Story anfangen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge.